Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Gartenchrysanthemen sind sehr beliebt, vor allem im Spätsommer und bis in den Herbst hinein. Da freuen wir uns mit einer schönen Blüte an den Chrysanthemen. Da kommt nochmal richtig Farbe in den Garten. Gerade wenn man auch Kürbisse erntet, ist das immer eine richtig schöne Deko. Kürbis und Chrysanthemen, das passt richtig gut zusammen. Chrysanthemen bedarf es aber einiges an Pflege. Und damit ihr keine Pflegefehler macht, was Chrysanthemen nicht mögen, das möchte ich euch hier in dem Video einmal erklären. Vorab übrigens, wir sind hier gerade direkt in der Sonne. Vielleicht mal am Anfang schon ein kleiner Tipp. Beim Standort kann man gar nicht so viel falsch machen, jedenfalls was den Standort Sonne betrifft. Ob sonnig, schattig oder halbschattig, die Chrysantheme kann überall stehen. Allerdings, wenn sie einen sonnigen Standort hat, verblüht sie auch schneller. Deshalb stellt sie am besten halbschattig. Da habt ihr am längsten was von der Blüte. Das wäre jetzt aber kein Pflegefehler, sondern Halbschatten sieht die Pflanze einfach am schönsten aus. Aber es gibt tatsächlich einige Sachen, die verträgt die Chrysantheme nicht, das mag sie nicht. Und welche das sind, die möchte ich euch hier in meinem Video einmal erklären. Bevor ich loslege, habe ich ein ganz kleines Anliegen in eigener Sache. Ich erreiche erfreulicherweise sehr viele Zuschauer hier mit meinen YouTube-Videos, was mich wahnsinnig freut. Es haben aber leider nur knapp 3% der Zuschauer, die hier regelmäßig meine Videos schauen, auch meinen YouTube-Kanal abonniert. Deshalb meine Bitte an euch, wenn euch die Videos gefallen und auch weiterhelfen oder ihr auch Interesse am Thema Garten habt, dann abonniert gerne jetzt einmal kostenlos unten meinen YouTube-Kanal. Ihr unterstützt mich damit wahnsinnig, um auch weiterhin hier für euch diese Videos zu machen. Und ich freue mich natürlich auch über jeden neuen Zuschauer, der dazukommt. Genauso übrigens wie auch über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video hier gefallen hat. Kommen wir zum ersten Punkt, was Chrysanthemen nicht mögen, und das ist definitiv Trockenheit. Hier kann man die Chrysanthemen tatsächlich sehr schnell zerstören. Das ist dann auch eher so ein schleichender Prozess, das fällt nicht sofort auf, sondern dauert einige Tage. Das bedeutet, wenn einmal der Ballen richtig ausgetrocknet ist und ihr gießt nach, kann es manchmal schon zu spät sein und die Chrysantheme geht kaputt. Deshalb solltet ihr auch ganz wichtig darauf achten, Pflanzen, die bereits im Gartencenter, Baumarkt oder Supermarkt ausgetrocknet sind, weil sie auch den ganzen Tag in der Sonne standen, lasst die lieber stehen, da habt ihr in der Regel nicht mehr viel Freude mit. Deshalb immer darauf achten, dass das Erdreich gleichmäßig feucht gehalten wird. Gerade bei so einem warmen Wetter, auch im Spätsommer oder auch Herbst, kann es auch teilweise noch mal 30 Grad werden und wärmer. Und dann hier im Topf müssen wir da beinahe täglich gießen. Deshalb achtet auf jeden Fall darauf. Wir gehen noch nicht ganz weg vom Gießen. Was nämlich die Chrysanthemen auch nicht mögen, das ist Staunässe. Das bedeutet zu viel Gießen. Deshalb ist es immer wichtig, vor allem wenn die Chrysanthemen im Topf gehalten werden, dass man für eine Drainage unten sorgt und auch dafür sorgt, dass überschüssiges Gießwasser ablaufen kann. Denn wenn die Chrysantheme ständig im Nassen steht, dann fangen die Wurzeln an wegzufaulen und die Chrysantheme geht ein. Häufig zeigt sich das dann auch über gelbe Blätter. Deshalb weder Trockenheit noch zu viel Wasser mögen Chrysanthemen. Das ist ganz wichtig. Also Staunässe auch in jedem Fall vermeiden. Beim Standort könnt ihr ja vielleicht auch gucken, vielleicht kann man die irgendwo im Bereich eine Hauswand, wo so ein kleiner Überstand ist, auch geschützt hinstellen. Wenn es nämlich etwas mehr regnet im Herbst, kann das ganz schnell zu Staunässe kommen. Das heißt, wenn ihr keine Drainage habt und keine Bohrung unten im Topf, wo das Wasser ablaufen kann, staut sich das Wasser hier drin. Ihr müsst regelmäßig kontrollieren. Und die Chrysantheme mag es auch nicht ganz so gern, wenn sie über Kopf gegossen wird. Wenn nämlich das Gießwasser dann nicht abtrocknen kann, dann kann es auch tatsächlich bei den Chrysanthemen zum Mehltau kommen. Deshalb immer im Bereich der Erde gießen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Achtet, dass das Erdreich nicht austrocknet. Es sollte aber auch nicht nass sein, sondern gleichmäßig feucht. Und dann habt ihr alles richtig gemacht. Kommen wir zum nächsten Punkt, was Chrysanthemen nicht mögen. Und das ist eine falsche Düngung. Wenn ihr die jetzt erstmal neu gekauft habt und ihr habt sie im Spätsommer gekauft, dann reicht es in der Regel aus. Dann braucht ihr die nicht mehr düngen. Und wenn ihr jetzt nicht vorhabt, die zu überwintern, sondern die werden nachher dann entsorgt über einen Hausmüll oder Kompost oder wie auch immer, dann muss nicht gedüngt werden. Anders ist es aber tatsächlich, wenn ihr euch dazu entscheidet, die Chrysanthemen zu überwintern, dann solltet ihr auch düngen. Aber wichtig, düngt nicht zu viel. Richtig wird gedüngt, indem man das dann ab April bis ungefähr Ende September macht. Und da sollte man alle 3 bis 4 Wochen einen Flüssigdünger für Blühpflanzen einfach mit dazugeben. Wenn ihr möchtet, kann ich euch auch unten in der Videobeschreibung da einfach mal einen verlinken. Schaut gern mal rein. Und mehr sollte nicht gedüngt werden, weil wenn zu viel gedüngt wird, verträgt das die Chrysantheme nicht. Aber wenn man gar nicht düngt, wenn man die Pflanze dann aus dem Winterquartier rausholt, dann wird die Chrysantheme nur sehr spärlich wachsen und auch nur sehr schlecht blühen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man in dem Fall dann auch düngt. Habt ihr aber, wie gesagt, eure Chrysantheme jetzt im Spätsommer gekauft, dann kommt ihr bis zum Herbst, Winter ohne Düngung aus. Ihr braucht dann nicht mehr zusätzlich düngen, das wäre dann in dem Fall zu viel und das mögen Chrysanthemen auch nicht.
Ja, was Chrysanthemen auch nicht mögen oder was auch ein Pflegefehler ist, verblühte Blüten nicht auszuputzen, das solltet ihr auf jeden Fall machen. Zum einen sieht es nachher unschön aus, wenn die ganzen verwelkten Blüten hier drauf sind, das ganze Braune auch drauf ist. Wer die Blütezeit verlängern möchte bis zum ersten Frost, sollte auf jeden Fall regelmäßig die verblühten Blüten bei der Chrysantheme abknipsen. Ihr macht das einfach direkt unterm Blütenstand, entweder mit dem Fingernagel oder ihr nehmt eine Schere und schneidet das Ganze dann einmal raus. Und das regt dann auch die neue Blütenbildung wieder an und so habt ihr dann wirklich bis zum ersten Frost hinein eine richtig schöne Blüte. Aber wenn ihr das nicht macht, das mögen Chrysanthemen nicht so gern, dann sind sie ein bisschen blühfauler. Das Ganze sieht auch nicht mehr so schön aus. Deshalb immer fleißig die Chrysanthemen auch ausputzen. Ja, was Chrysanthemen auch nicht mögen, da kommen wir nochmal zurück so ein bisschen zum Punkt Standort. Das ist nämlich Wind. Ja, wenn es windig ist oder sie ungeschützt einen Standort haben, wo sie immer dem Wind ausgesetzt werden, dann können sich die Blüten auch nicht so richtig entfalten. Dann kommt es eher sehr spärlich zur Blüte. Und vor allem, wenn es dann im Herbst auch mal schon etwas eisigen Wind gibt, kann es tatsächlich sein, obwohl noch kein richtiger Frost da war, dass die Blüten durch diesen eisigen, durch den kalten Wind kaputt frieren. Und das heißt, die verkürzt somit die Blütezeit. Deshalb ist es ganz wichtig, dass ihr den Chrysanthemen den Wind nicht schutzlos aussetzt. Das mögen sie nicht. Deshalb ja, für einen geschützten Standort sorgen. Und dann könnt ihr die Blüte damit auch erhöhen und vor allem die Blütezeit auch etwas verlängern. Schaut mal, was hier los ist. Das gehört jetzt zwar nicht zur Chrysantheme, denn das ist Efeu, aber hier sind Tausende von Bienen und Hunderte von Schmetterlingen drin. Ich hoffe, ihr könnt das so über die Kamera sehen. Das möchte ich euch einfach nur mal zeigen, denn ich drehe direkt hier daneben das Video für die Chrysantheme und höre es die ganze Zeit immer schön summen. Das wollte ich euch hier einfach nur mal zeigen. Das ist wirklich herrlich. Das ist für mich Garten, das ist für mich Natur und so macht das richtig Spaß. Ja, und jetzt kommen wir auch noch mal zu einem Punkt, den hatten wir gerade schon so ein bisschen, die kalten Winde, ja, oder auch ein bisschen Frost. Ja, und Thema Frost, das ist das Stichwort, Temperaturen unter minus 2 Grad, also Frost, das mögen Chrysanthemen nicht. Dann ist es häufig so, dass die Blüten kaputt gehen, sie werden braun, auch die Blätter, und die Chrysantheme bekommt dann einen Frostschaden und geht ein. Es gibt ja zahlreiche, ich glaube über 40 verschiedene Arten von Chrysanthemen und die meisten sind tatsächlich nicht winterhart, bis auf die Gartenchrysantheme auch winterhart. Astern genannt. Wenn ihr eine solche habt, dann betrifft es das nicht, aber die anderen Chrysanthemensorten sind nicht winterhart oder nur wirklich sehr, sehr bedingt und kommen in der Regel bei uns hier in Deutschland nicht durch den Winter. Also Frost mögen sie nicht, den Winter auch nicht. Deshalb, wenn ihr sie überwintern wollt, dann müsst ihr sie reinholen an Tagen oder bis, am besten, wenn Frost droht und dann erst ja, gut nach den Eisheiligen wieder rausholen. Denn auch da droht ja immer noch Nachtfrost. Es sind nicht nur die Temperaturen am Tag entscheidend, sondern auch nachts. Und wenn ihr das machen wollt, dann holt sie rein an einem frostfreien Standort. Temperaturen sollten so zwischen 5 bis 10 Grad sein und auch ein Fenster in der Nähe, damit es hell ist. Und dann kommen die Chrysanthemen ganz gut durch den Winter. Und im Frühjahr, im zeitigen Frühjahr, sollten sie dann einmal bodennah zurückgeschnitten werden. Dann könnt ihr sie auch umtopfen oder gegebenenfalls halt auch düngen. Umtopfen würde ich alle 2 bis 3 Jahre nur machen. Und wenn ihr sie dann düngt und zurückgeschnitten habt, dann könnt ihr schon zugucken, wie sie im Winterquartier anfangen, wieder neu auszutreiben, weil die Temperaturen ja auch steigen. Und ja, nach den Eisheiligen könnt ihr sie dann wieder nach draußen stellen. Da ist kein Frost mehr zu erwarten und dann kann auch in der Richtung an den Chrysanthemen nichts mehr passieren. Das war mein Video zum Thema, was Chrysanthemen nicht mögen, welche Pflegefehler man nicht machen sollte. Wie ihr gesehen habt, gibt es da einige Punkte, aber wenn man darauf achtet, dann kann man mit der Chrysantheme wirklich sehr, sehr viel Freude haben. Vor allem im Spätsommer und Herbst ist das nochmal im Garten so ein richtig schöner Eyecatcher. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, vor allem aber auch weitergeholfen. Wenn ja, dann freue ich mich hier über einen Daumen nach oben und abonniert, wie gesagt, gern meinen YouTube-Kanal. Für euch ist das Ganze kostenlos und wir sehen uns dann vielleicht auch schon in einem der nächsten Videos bald wieder. Macht's gut, bis dahin.